Jetzt haben wir noch einen Redebeitrag vom Fidel. Einen herzlichen Applaus für den Fidel. Ja, liebe Leute, ich verfolge die Montagsdemonstration jetzt schon seit einigen Wochen, bisher nur im Livestream oder in der Aufzeichnung, und ich freue mich riesig, dass ihr hier so viele seid und dass ihr den Mut habt, Gesicht zu zeigen, im Gegensatz zu den Antifa-Würstchen da links von mir, die also der Meinung sind, wir impfen euch alle. Ihr seid doch diejenigen, die sagen, my body, my choice, wenn es um Abtreibung geht, oder? Was seid ihr eigentlich für lächerliche Würstchen, in schwarz gekleidet, anonym und vermummt? Ihr seid lächerlich und ihr seid die Minderheit auf diesem Platz, ihr lächerlichen Würstchen da hinten! Recht auf Gegenprotest in Sicht und Hörweite, das hat Rot-Grün-Rot hier im Stadtrat durchgesetzt. Ich halte das ehrlich gesagt für einen blanken Unsinn. Rot-Grün-Rot, SPD, Linke und Grüne haben die ganze Zeit dafür gekämpft, dass es Gegendemonstrationen geben darf. Und seit es Querdenken gibt, machen genau diese drei Parteien alles dafür, dass unsere Demonstrationen verunmöglicht werden. Ich hoffe, dass ihr das bei der nächsten Wahl nicht vergessen habt, liebe Dresdner. So, der nächste in der Runde ist die Qualitätspresse von Dresden, namentlich der Alexander Schneider, der für die Sächsische Zeitung schreibt. Er hat gestern einen Artikel geschrieben und er war blanke Hetze und blanke Idiotie. Der Alexander Schneider hat am 1.11. über unsere Demonstration am 31. Oktober geschrieben und hat in diesem Artikel geschrieben, dass es über 5000 Menschen waren. Ich kann euch sagen, die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz hat eine Anfrage gemacht bei der Staatsregierung und dabei kam raus, dass auf dieser Demo die Polizei über 700 Maskenatteste vorgezeigt bekommen hat und 70 Schwerbehindertenausweise. Das heißt, mindestens jeder Siebte hat einen Maskenattest gehabt und vielleicht kommt ihr Fuzzis von der Antifa auf die Idee, dass die Unterdrückung von Menschen, die eine Maskenbefreiung haben, dazu führt, dass diese Menschen vermehrt auf diese Demos gehen. Aber so weit reicht eure Logik nicht, weil ihr eine Lobotomie hinter euch habt, eine Gehirnwäsche. Zurück zu Alexander Schneider, der Qualitätsjournalist von der Sächsischen Zeitung. In seinem Artikel gestern oder vorgestern hat er also diese Demo, die am 1. November noch 5000 Menschen hat, hat er gestern mit 1000 Menschen beschrieben. Der weiß also nicht mehr, was er vor 3-4 Monaten selber geschrieben hat, weil er ein scheiß Haltungsjournalist ist und Rotzjournalismus betreibt. Und das habe ich ihm auch schon persönlich gesagt. Das verwundert mich auch nicht, er kann immer meinen Namen richtig schreiben. Am 1. November hat er noch richtig geschrieben, gestern hat er dann falsch geschrieben. Also Haltungsjournalismus geht offensichtlich aufs Hirn. So, was wollte ich noch sagen? Ich hätte viele Sachen zu sagen. Ich kann euch sagen, ich führe eine regelmäßige Corona-Statistik. Die führe ich seit 7. März, also seit fast einem Jahr. Und heute sind laut Stadt Dresden rund 700 Menschen als positiv getestet vermeldet. Rund 500 davon befinden sich zur gleichen Zeit in Quarantäne, allein in Gemeinschaftseinrichtungen wie Pflegeheimen, Schulen und Kitas. Das heißt, theoretisch laufen nur 200 Menschen in der Stadt rum, aber die müssen natürlich auch in Quarantäne sein, bei denen man sich überhaupt anstecken könnte. Das ist ein Irrsinn. Zu keiner Zeit in dieser Stadt waren mehr als 5600 Menschen gleichzeitig positiv getestet. Also einer von 1000. Und dafür werden diese Maßnahmen aufrechterhalten. Gleichzeitig kann ich euch sagen, wenn die Stadt jeden Tag 40 positive Tests findet, vor allem in Alten- und Pflegeheimen, wo gerade ordentlich durchgetestet wird, nachdem die Menschen dort alle geimpft worden sind,
40 positive Tests an 7 aufeinanderfolgenden Tagen und die Inzidenz von 50 wird gehalten. In Görlitz müssen dafür sogar nur, im Landkreis Görlitz müssen dafür nur 18 positive Tests am Tag gemacht werden, weil der Landkreis nur halb so groß ist wie Dresden oder weniger als halb so groß. Das heißt, die Größe des Landkreises oder der kreisfreien Stadt ist so unterschiedlich, dass es in Dresden 40 Tests braucht und im Landkreis Görlitz nur 18. Und diese 40 bzw. 18 findet man locker, wenn man die Alten- und Pflegeheime testet und wenn man das, so wie Rot-Grün-Rot es regelmäßig fordert, alle Schüler freiwillig, in Anführungszeichen, vor Schulbeginn testen lässt. Es gilt in Deutschland vor allem vor Gericht die Unschuldsvermutung. Und diese Unschuldsvermutung gilt eigentlich nur vor Gericht. Aber was hier in unserem Land stattfindet, ist, dass die Unschuldsvermutung abgeschafft wurde und jetzt jeder Mensch seine Gesundheit beweisen soll. Was ist denn das für ein Schwachsinn? So, und jetzt noch ein bisschen was zum Mitmachen. Ich bin seit rund 10 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv, und zwar als Bürger und nicht als Politiker. Und ich trete jedem einzelnen Politiker auf die Füße, wo es sein muss. Ich äußere Kritik, aber ich habe zur gleichen Zeit in den 10 Jahren, die ich damit jetzt beschäftigt bin, auch einen heiden Respekt vor einzelnen Politikern gewonnen. Also Politikerschelte als Gruppe lasse ich nicht durchgehen, aber an einzelnen Entscheidungen auf jeden Fall. Am Donnerstag findet die nächste Stadtratssitzung statt. Sie wird in der Messe stattfinden, also außerhalb und nicht im Rathaus, damit die Stadträte genug Abstand voneinander halten können. Leider hat der Oberbürgermeister mit den Fraktionsvorsitzenden im Ältestenrat entschieden, dass die Fragestunde der Stadträte ausgelagert wird und am Freitag um 15 Uhr nur online stattfindet. Ich rufe euch hiermit auf, euch diesen Livestream anzugucken oder die Aufzeichnung und zu gucken, ob die Politiker, die ich in den letzten Wochen in Einzelgesprächen, zuletzt heute Morgen eine halbe Stunde mit einer Stadträtin, dazu aufgefordert habe, das Gesundheitsamt und seine Arbeit, sein Handeln oder auch Nichthandeln, kritisch zu hinterfragen, ob diese Politiker meiner Aufforderung nachkommen oder ob sie sich weiterhin davor drücken, die Arbeit der Verwaltung zu kontrollieren. Genau das ist nämlich mein Vorwurf. Die Sozialbürgermeisterin von den Linken, Christine Claudia Kaufmann, ist verantwortlich für das Gesundheitsamt. Seit Monaten frage ich dort, wie viele Obduktionen gab es? Zuletzt wurde mir diese Frage beantwortet im August. Da wurden 2 von 10 sogenannten Corona-Toten obduziert. Man hat mir allerdings nicht beantwortet, ob Covid-19 todesursächlich war. Ich habe nach Selbstmorden gefragt. Ich habe diverse Dinge gefragt. Wie viele Menschen habt ihr bis jetzt insgesamt in Quarantäne geschickt? Das Presseamt bzw. das Gesundheitsamt beantwortet mir diese Fragen inzwischen gar nicht mehr. Ich werde ignoriert, weil ich kritische Fragen stelle. Und ich werde deswegen mich an die Politiker wenden und sie dazu auffordern, das an meiner Stelle zu tun. Und ich kann nur jeden von euch aufrufen. Ich werde langsam heiser. Auf der Seite dresden.de sind alle Fraktionen benannt und dort stehen die E-Mail-Adressen von jedem einzelnen Stadtrat. In der Regel ist es vorname.nachname@stadtrat.dresden.de. Ihr seid schon alle groß genug, ihr habt Smartphones, ihr wisst, wie man das Internet bedient und ich rufe euch dazu auf, formuliert Fragen, seid freundlich und richtet eure Fragen an die Fraktionen bzw. die einzelnen Stadträte. Es wird nicht reichen, sich auf diesen Platz zu versammeln und zu warten, bis man eine Mehrheit hat. Jetzt selber aktiv werden! Seid Bürger und keine Untertanen! Danke! Das war Fidel Castro! Unser nächster Redner für den 13.3. Der hat sich sogar hier schon in Rage und heiser redet. Also eine erste Rede kann auch so phänomenal enden oder beginnen. So, und zum Schluss dieser Versammlung.